Als ich beim letzten Mal herausgefunden habe, was die vier neuen Gems können, musste ich eine Geheimbasis bauen, zu welcher ich nur die Gemträger Tubet, Platin und Kiro einlade. Doch bevor ich anfangen konnte, musste ich erstmal den richtigen Platz dafür aussuchen. Da habe ich mich für die freie Fläche neben unserer jetzigen Base entschieden und habe angefangen, erstmal alles flach zu bauen. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich einen Beacon aufgebaut und musste natürlich auch genug Stein farmen, welches ich dann zu Stonebricks gecraftet habe. Doch danach ging es erstmal zu Arikates Talentshow, in der alle Teilnehmer eine Sache vorgetragen haben, genauso wie ich, wo ich zusammen mit Tubet ein POV dieser eine Freund mit vertauschten Rollen vorgetragen habe. Nach uns kamen dann auch die anderen Teilnehmer dran und nachdem diese vorbei war, bin ich zurück und baute dann weiter, indem ich eine 30x30 Blöcke große Fläche, wo in die Mitte ein geheimer Gang reinkommt, sollte und in die Ecken ein Beacon in der jeweiligen Gemfarbe, welche ich dann auf Höhe 0 platziere, damit man auch auf jeder Höhe den Beacon-Effekt erhält. Am nächsten Tag ging es dann zur zweiten Olympiade von Makuchako, in welcher ich mit Tubet und Flexi gegen Luke, Platin und Kiro in verschiedenen Challenges antreten musste. Okay, gut, also eure erste Aufgabe ist es, euch einen coolen Teamnamen auszuwählen. Okay, okay. Das Team mit dem cooleren Namen kriegt jeweils dann einen Punkt. Okay, und ihr habt eine Minute Zeit. Der Timer läuft. Wollen wir aus dem Call raus? Ja, wir gehen aus dem Call raus. Also ich hab schon den coolsten Namen. Same. Wir müssen Marco richtig schmeicheln. Marco der Gewinner Chaco. Ja, okay. Marco der Gewinner Chaco. So nennen wir uns. Okay, 100%. Okay, das wird gut. Okay. Hi. Ja. Okay, ihr seid ready? Ja, die soll das erst sagen. Alles klar. Also Freunde. Gut, dann sag das einen coolen Namen. Ihr fangt an, Achso, okay. Luke, sag den Namen Luke. Komm. Sag okay. Es. Wollt ihr den Namen wirklich wissen? Ja. Ja. Die Ligma-Ratten. Ligma-Boss! Ja, dann zeig sie, Luke! Zeig sie! Okay. Jetzt glaube, eure Wahl. Wir haben den viel cooleren. Auf jeden Fall. Das Team Mako der Gewinner Chaco. Digga. Yeah. Mr. Cringer Name. Yeah. Holy shit, Digga. Die Ligma-Ratten viel besser. Ich muss schlafen gehen. Ja, jetzt ah, das ist crazy. Was für, nein, wählt euch bitte einen anderen Namen. Ich will nicht immer sagen, Mako Chaco der Gewinner spielt. Nein, Mako der Gewinner Chaco. Nein, ich werde euch nicht Mako der Gewinner Chaco nennen. Es ist zu spät. Ihr habt Minuspunkt. Ne, wir haben Pluspunkt. Haha. Ihr habt einen Pluspunkt. Und ich sag euch gleich, wie es weitergeht. Ja, bitte wählt einen anderen Namen, sonst muss ich ja mal sagen, Mako der Gewinner Chaco spielt jetzt als nächstes das und jenes. Wir sind Team MDGC. Team Fasma. Wir sind Team Fasma. Wir sind Team Fasma. Okay, gut. Das heißt jetzt, die Ligma-Ratten gegen Fasma müssen fighten. Eure einzige Aufgabe ist es, also ihr dürft nur den Sand platzieren und ihr müsst so weit wie möglich nach vorne kommen. Tubet darfst als zweites. Ja, also mach Platin als erstes. Nee, als erstes. Ich dachte gleichzeitig einfach. Keine Ahnung. Nein. Dann ist es spannender. Und das, was zählt, ist sozusagen der Sandblock, der am weitesten platziert wurde, weil das kann man ganz gut festhalten. Mhm. Okay, also gut, Platin, du darfst anfangen. Oh mein Gott. Also, der. Okay, Tubet. Rein theoretisch könntest du direkt. Rein theoretisch könntest du direkt deinen Gem benutzen. Naja, okay. Jetzt holen wir auf. Darf ich? Jetzt geht's los. Ja, Tubet, jetzt bist du dran. Okay. Einfach Sand an der Wand platzieren. Nein! Ja. Nein! Tubet ist sehr viel weiter gekommen. Ja, er hat aber auch die Kraft des Gems gehabt. Jetzt könnt ihr entscheiden, wer von euch reingeht in das Labyrinth und dann stellt ihr euch bitte kurz rein bei der Falltür und macht die Tür zu. Flexi und Kiro ist drin. Eure Aufgabe ist es, zum anderen Ende vom Labyrinth zu kommen und die, die oben sind, dürfen helfen. Was denn das andere Ende? Da, wo die das andere Ende ist da, wo der andere Spieler, wo der gegnerische Spieler reingegangen ist. Ihr dürft jetzt loslaufen. Fangt an zu kriechen. Okay, Marco, links. Warum machst du mich langsam? Sorry. Bist du da am Schneller? Nee, ne? Links, andersrum. Ja, Kiro, weiter hier, folgt mir, siehst du? Kiro rechts. Geradeaus. Ja, gib Gas. Warte, ohne. Töten ist in der gesamten Olympiade nicht erlaubt. Platzier vielleicht wirklich Wasser. Hilf du ihm. Links, nochmal links. Hey! Mann, darf man rechts. Nochmal darf man helfen. Rein hier. Das heißt, wir spielen als nächstes. Ihr seht schon die goldenen Blöcke. In dem Dispenser sind ganze 11 Pfeile drin. Und ihr werdet euch jetzt auf den goldenen Blöcken verteilen. Und derjenige, der als letztes überlebt, das Team, was als letztes überlebt, bekommt den Punkt. Darf ich anfangen? Ja. Ich hab nur 24 Pfeile geschnitten. Ah, ich werde ihn nachlegen. Ich mach dann weiter, dann gehen wir gegen uns. Ja. Gegen uns. Ja.
Nein, nein. Oh, Alter, Junge. Hiro, oh nein. Markus, hat es jetzt getroffen, weg mit dir? Leg mal Ratten. Leg mal Ratten. Leg mal Ratten. Nein, ich bin tot. Ja! Oh mein Gott. Von den Fasma sind jetzt nur noch einer drin. Ich hol das Ding. Flexi, mal gucken. Du machst das. Nein. Ah, und Flexi hat ihn getroffen. Leg mal Ratten haben wir. Oh mein Gott. Alles klar. Nach den ganzen Minispielen ging es dann ins Finale auf ein Volleyballfeld. Und als nächstes, das wird euch gefallen, wir spielen so eine Art Zombieball. Das heißt, okay, Tubet, auf welche Seite möchte dein Team? Blau oder rot? Jungs, was wollen wir? Also theoretisch, wir sind alle so rötlich, aber auf Blau würde man das Gewinnerteam, sehen. Das Gewinnerteam darf übrigens den ersten Schuss abgeben. Das heißt, damit habt ihr schon einen dicken Vorteil. Ja, wegen dem Rot. Alles klar. Gut, dann nehmt ihr Rot und das andere Team geht auf Blau. Verteilt euch kurz. Stell vor, Blitz. Alles klar. Kommen alle ganz kurz her. Boi. Ah, lol, oh ich dachte, das wäre eine Palle, ne? Ich dachte, jetzt ist over. Tubet, spring bitte rein. Tubet, spring rein. Tubet, spring rein. Was am Ende jedoch nur eine große Überraschung war und jeder ein Item im Buch mit netten Worten erhalten hat. Darf man schon rein? Also, Leute, wir hatten unsere Differenzen in der ersten Season. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole alle Spieler für die zweite Olympiade ran. Bei euch sind die Geschenke drin. Also geht zu euren Kisten, holt euch die Geschenke raus. Diejenigen, die nicht da sind, müssen sich die Geschenke halt eben nachschauen. Ich schwöre dir, wenn da jetzt nichts drin ist, ne? Am nächsten Tag wollte ich dann meinen Geheimeingang bauen. Doch als ich gerade anfangen wollte, habe ich etwas Besuch bekommen. Eine kleine Bitte an dich. Tschüss. Spaß. was kann ich für euch tun? Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Actually, wir sind gerade auf Gönnertour. Müssen wir mal einen Gefallen tun? Ich habe mal eine Frage. Kann man mit einem Magma Cream einen Sticky Pisten herstellen? Nee. Nein, 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 nein. Brauchst du Slime für? Ah, okay. Warum willst brauchst du Slime? Willst du sowas machen? Tatsächlich baue ich Slimes. Ich möchte was bauen auch mal. Okay, ich habe was für dich. Guck mal, Markus, hier. Ja. Ist heute Weihnachten oder was? Das für dich. Kommt denn dazu? Danke, danke. Wie kennst du ihm so hart? Alter! Warum hast du Slimes dabei? So richtig random. Nee, hab ich gehört. Ender Chest. Ach so, ich dachte kurz. Ich bin ein bisschen krank, Markus. Ich bin ein bisschen krank. Er hat genossen. Gute Besserung an der Stelle. Oh, meine goldene Karotte! Seid ihr auch sag mal, brauchst du deinen Gem eigentlich noch? Also, ich war für einen Freund. Den hier? Ja, genau, den hier. Hey, der hat angegriffen! Test! Hilfe! Ich habe auch was getestet. Ich habe mein Schwert getestet. Achso. Aber du kannst ja mit dem Gem rein theoretisch auch mit dem Gem einfach mir geben, so, ne? Aua. Theoretisch schon, ja. Theoretisch, ja. Praktisch. Wie hoch kannst du denn springen? Kannst du nochmal springen mit dem Gem, bitte? Ja. Holy moly, ist das Alter. Markus, wir brauchen ein bisschen Schutzgeld von dir. Schutzgeld? Für was denn, wenn ich Ja, gib die Schleimbälle wieder her. Okay, hier mein letztes. da hab ich sogar was sehr Gutes für euch. Wie wär's denn mit 32 Gold-Ingots? Gut für goldene Karotten, oder? Meins. Zudem hätte ich auch noch, oh, was ganz Besonderes, einen Eimer mit Pufferfisch drin. Du brennst gerade. Pufferfisch? Pufferfisch. Das war richtig. Wird aufgehört zu brennen und dann kommt der Eimer raus. Nein! Es verliert mich! Nein! Zum Glück habe ich noch einen. Ja! Die Hose hat mich gebissen. Sorry, tut mir leid. Sorry, Markus. Was denn? Es ist zu weit. Ach so. Das ist der Moment. Schnappt ihn euch. Wo ist er hin? Schnell. Hey. Oh nein, ich bin weg. Schnappt ihn euch. Ich misch mich da erst das gar nicht ein. Das kam jetzt sehr unerwartet. Ich kann euch den Orangen immer einfach geben, wenn ihr ihn haben wollt. Ihr müsst mich nicht töten. Okay. Also, du möchtest den Orangen Gem haben? Ja. Diesen hier? Ja. Okay, versuch was wert. Oh, danke. Danke. Meins. Wir haben es geschafft, Hiro. Wir haben es geschafft. Ich hab den Orangen Gem. Markus. Du bist verarscht. Ihr kriegt niemals. Ich will dich gar nicht töten. Ich will dir nur einen Pufferfisch geben. Ach so. Ja. Ist deiner. Aua, aua. Lieber hey, du hast den Pufferfisch. Du hast den Pufferfisch nicht aufgenommen. Das war Markus. Ich muss ihm nur den Pufferfisch geben. Schnapp den her. Oh, sorry. Siehst du, Tony, der greift dich an. Schnapp ihn dir. Ich so gemein. Fuck.
Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich bin so schlecht im PvP, Leute. Das ist krass. Ich geb ihn euch. Ist mal ernsthaft? Ja, diesmal. Nee, der veräppelt uns. Nein, wirklich, ich glaub ihn euch. Nee, der veräppelt uns, Kiro. Ich schlag euch nicht. Ich hab ihn nur in der Hand. Du kannst ihn übergeben, dann höre ich auf. Das war's also mit meinem orangen Gem. Okay. Wir gehen raus. Du meinst, dass ihn haben? Mit. Nein, du kannst ihn behalten. Tschüss! Wirklich jetzt? Ja. Warte hier. Aber ich will deine Hose. Da hatte ich nochmal Glück und konnte jetzt in Ruhe mit meinem Gem im Besitz weiterbauen. Weshalb ich eine einfache Redstone-Falltür in die Mitte meiner Plattform gebaut habe, welche sich durch diesen versteckten Knopf öffnen lässt. Jetzt habe ich mich als erstes um die Dekoration des Geheimraums gekümmert, weshalb ich dort eben den Raum in 4 Teile unterteilt habe und eine Art Nebelboden in den Gem-Farm gebaut habe. Als ich mit dem Boden fertig war, wollte ich mich als nächstes um die Beacons kümmern, wodurch ich erst einmal ein paar Winter-Skelett-Köpfe benötigte. Hast du eine Wither Skull Farm? Gucken wir mal, weil das würde mir die Arbeit auf jeden Fall abnehmen. Theoretisch ja. Brauche nämlich hier. Da wird 3 Beacon. Einen haben wir ja schon. Kannst ja traden. Hab leider nichts. Also habe ich mich mit Platin getroffen, um weiter zu verhandeln. Ah, hi. Oh, warte. Hi! Na? So, kommen wir mal zum Deal. Okay. So, ich habe natürlich hier die 2 Engine Debris und die 20 Diamanten. Die Waffe auch. Oh. Das ist schön. Gescammt. Ich habe dich gescammt. Oh ja. 3 Stück wolltest du, richtig? Genau, das passt. Rest habe ich. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die besiegen kann am besten, ohne dass ich down gehe. Du kannst dir am besten in der Höhle, also einfach auf Bedrock-Level bauen und dann kannst du die da einfach killen. Aber wegschmitzeln. Okay, perfekt. Danke. Jo, man sieht sich. Tschüssi. Doch bevor ich in den Kampf ziehe, muss ich mir natürlich noch ein paar Tränke brauen. So, fangen wir direkt an erstmal mit den Stärketränken. Sehr schön. Und das Ganze jetzt noch auf Stufe 2. Da sind sie ja. Perfekt. Und jetzt noch ein paar Regenerationstränke. So, jetzt wo wir alles haben, können wir schon runter zum Bedrock bauen. Also machte ich mich los und baute mich erstmal nach ganz unten in eine Höhle, damit ich die auch sicher besiegen kann. Perfekt. So, und direkt der nächste. So, und Nummer 3. Boom. Das war easy. Nachdem ich also 4 Beacon hatte, baute ich mich in jeder Ecke bis auf Höhe 0 und baute dann dort jeden Beacon auf der höchsten Stufe auf, welche ich dann ebenfalls mit Glas in unterschiedliche Farben geteilt habe. Da das Ganze jedoch noch zu langweilig aussah, entschied ich mich, diese mit einer Glasspirale bis auf die maximale Bauhöhe hochzuziehen und mit ein paar Glaspanels zu verschönern. Jetzt, wo außen also alles fertig war, musste ich den Geheimraum noch zu Ende bauen, wodurch ich erstmal eine Menge Quarz im Nether farmen musste und sogar ein Ocean Monument besucht habe. Okay, wo ist der dicke Fisch? Da, hallo. Zack, ja, ist ja easy, ne? Oh, zack. Mann, wie kann ich denn die ganze Zeit stuck sein hier? Zack, den ersten besiegt. So, 3 Stück, das heißt 2 Stück noch und auf zum nächsten. So, Nummer 2. Oh. Und noch einer. Zack. Und besiegt. Let's go. Jetzt noch die ganzen Kleinen mal weghauen. Okay, ich denke, das sollte reichen. Dann kann ich jetzt erstmal wieder zurück. Da eine Sache, die jeder Geheimraum hat, bei mir noch gefehlt hat, musste ich mich natürlich auch darum kümmern. Nämlich um die Überwachung, weshalb ich eine 16 Blöcke große Karte vom Server erstellt habe, um zu sehen, was wo passiert. Jedoch fehlte mir zu dem Zeitpunkt noch eine der wichtigsten Sachen, nämlich der Ausgang. Weshalb ich ganz einfach ein Minecart in die Wand gesetzt habe, was einen dann nach draußen schiebt. Jetzt, wo also alles fertig war, musste ich nur noch die Leute mit Gem einladen. Dafür muss ich mir natürlich auch erstmal 3 Bücher craften, so. Und jetzt müssen wir noch einen schönen Text reinschreiben. Okay. Hey, verehrter Gem-Besitzer. Okay, das sollte passen. Hey, verehrter Gem-Besitzer, in diesem Schreiben lade ich dich höchstpersönlich ein, meinem Geheimkult der Gem-Besitzer beizutreten. Bei Interesse melde dich doch gerne bei mir und dann werden wir demnächst ein Treffen vereinbaren. Okay, jetzt wo ich also alle 3 Bücher habe, muss ich nur an die Leute verteilen. Und nachdem ich alle Einladungen verteilt hatte, dauerte es nicht lange, bis die ersten Gäste ankamen. Ach, da seid ihr ja schon alle. Wisst ihr eigentlich, wer wir sind?
Wisst ihr eigentlich, wer wir sind? Nee, und das ist das Problem, oder? Was machen wir? Runter von meinem Grundstück. Runter von meinem Grundstück. Krass. Nee, ja, schön, dass ihr alle erschienen seid. Auch ganz kurz. Wir haben alle Gems gerade an einem Ort. Darf ich das kurz einmal festhalten? Ja, genau, ja, genau. Das sagt er jedes Mal, Digga. Ja. Und dann hebt er ab. Und ich fall runter. Flieg. Und ich mache mich unsichtbar. Er fliegt ja wirklich unsichtbar. Unsichtbar? Unsichtbar. Oh yeah. Darf ich das nicht announcen? Darf ich das nicht episch finden? Tut mir nee, nicht. Darfst du nicht. Nee, wirklich nicht. Also langsam ist cringe. Leute, okay. Wir sind Mach alle vier Gems an einem Ort. Was redest du mit dem Kern? Wir sind der Kern. Das ist unsere Gruppe. Der Kern, das ist verstanden. Die Kerne spucke ich immer weg. Boah! Okay, Kiro, wir brauchen einen anderen Namen. Ja, wirklich, Digga. Die Hosenträger. Hosen, Bro, nicht Rosen. Ja, Markus ist noch ja, genau, okay. Folgt mir mal bitte unauffällig. Ganz unauffällig. Ich weiß nicht, ob euch mein Bauwerk schon aufgefallen ist hier vorne. Nein, ich kann es nämlich nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ich könnte euch auch gerne umdrehen. So. Da auslaufen. So. Das schöne Ding, ja. Zwar crazy. Ist das nur von außen so eine Art, ich würde mal sagen, die Kraftquelle der Gems. So habe ich es getauft. Aber nein, momentan ist es eine Geheimbasis, zu der ich natürlich nur die Leute mit Gem einladen werde. Ihr könnt euch gerne mal hier in die Mitte stellen. Genau ungefähr hier hin. Müsste gleich eine Falltür aufgehen. Also ich muss nur den geheim versteckten Knopf drücken, den niemals jemand finden werden darf müssen. Aber ich dachte, wir gehören dazu, dass wir das... Ja, ihr seht's jetzt. Er ist hier. Und wenn ich diesen Knopf hier drücke, geht da eine Falltür auf, wodurch hier unten in das Geheimquartier reinkommt. Ja, lass uns kurz in die Gruppe gehen, alle, Jungs. Und rein. Ja. Oh. Ja. Ich sag ehrlich, als ich runtergesprungen bin und das Obsidian gesehen habe, ich dachte kurz, ich bin Holy Shreds. Ja, egal, okay, wir machen weiter. Kommst du jetzt in die Gruppenplanung? Es ist quasi ein Geheimraum für uns Gemträger. Okay, das ist meine Ecke. Ja, genau. Jeder hat seine eigene Ecke quasi für seinen Gem. Ja, so ein cooler Nebelboden, den hätte ich eigentlich noch nicht gemacht. Wie cool ist das denn hier gemacht? Und hier ist so eine Karte. Ich bin immer noch skeptisch, aber... Ja, alles im Überblick haben. Cool. Ich möchte die aber noch größer machen, weil mittlerweile haben wir ja so viel überall drum herum gebaut, dass man hier gar nicht alles erkennen kann. Und hier ist der Pfannkuchen, das... Und ich sag mal so, es ist... Ja, die kommt auch noch dazu. Es ist ja ein... in der Vergangenheit häufiger mal vorgekommen, dass die Leute ohne Gem einen Aufstand gemacht haben, da sie natürlich auch einen Gem haben. Ja, okay, das stimmt. Und deswegen... Genau, da bin ich ganz sauer. Deswegen müssen wir uns natürlich zusammentun, um gegen das Übel vorzugehen. Weil ich... Kiro, erinnerst du dich noch vor ein paar Tagen, wo der gute Luke... Ach ja. Ja, das war auch nicht so schön. Mensch, 6 gegen 1, das war echt was ganz Angenehmes. Jungs, ihr steht falsch rum. Ja, warte, hier. Und deswegen möchte ich diesen Geheimkult hier gründen und euch fragen, ob ihr beitreten möchtet, damit wir immer in schweren Zeiten zusammenhalten und die Macht der Gems nutzen, um gegen das Böse anzukämpfen. Was ziehen wir daraus? Eine Gruppengemeinschaft. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, kommen die anderen Gemträger, wie die Power Ranger sind wir. Wir kommen zusammen und kämpfen gegen das Böse. Also wir sind Unterstützer, wenn du Probleme hast. Ist das Allies? Bündnis nur, wenn wir in Stress sind, helfen wir uns gegenseitig? Genau, so dass die Gems zusammenhalten. Weil nur gemeinsam sind wir stark. wenn ihr hier raus möchtet, gibt es natürlich noch einen geheimen Ausgang, damit auch niemals jemand diese Base findet. Meinst du den geheimen Ausgang, wo die Türen sind? Genau, hier geht ihr lang und setzt euch ins Minecraft. Oh, okay, das ist actually cool. Oh mein Gott, ich dachte kurz der TT, mein Gott. Und einfach... Okay, warte. Ich finde auch super, dass Kiro einfach macht. Zack. Ja, Bro, also... Und jetzt sind wir draußen, einen anderen Ausweg gesehen, du Idiot. Und keiner dass hier jemand so Trip wäre oder so. Also meine Idee ist, wie wäre es, wenn, weißt du, wir beschützen natürlich die anderen Leute, so dass halt das nicht zustande kommt, dass der Gem verloren geht. Ja. Aber wenn er verloren geht, nach deinen Regeln, wäre er dann ja nicht mehr im Pakt. Genau. Aber wie läuft das dann mit Neuen? Er kennt ja den Ort. Eventuell werde ich das auch so machen, dass wir die vier Erstbesitzer der Gems waren und wir somit das Recht auf diesen Gem haben. Das heißt, sollte jemand zu dir kommen und ihn dir wegnehmen, wenn wir helfen, dir den Gem wieder zurückzuholen. Mmh. Ja,
Okay. Das macht es natürlich interessanter, dieses Ganze. Also ist das so ein bisschen, um das Gleichgewicht auf dem Server zu halten, dass wir vier immer die Gemträger sind und der Rest einfach untertan sind. Wir sind die überlegene Macht auf dem Server. Wasser. Ah, da will ich den Orangen. Da willst du den Orangen. Das Ding, das gehen wir schon irgendwann hin. Ja. Wie eine gute Sache. Also, seid ihr dabei oder was seid sagst ihr dabei? Das Kleingedruckte, wo ist das? Was ist das Kleingedruckte, Jungs? Es gibt kein Nix. Hat nichts damit zu tun! Ich bin selber eingeladen worden! Brauchen ja, wir noch, ich finde das eine geile Sache. Ich finde, wir brauchen noch so einen bestimmten Block, weißt du, der uns so verbindet. Ich wäre halt, ja, wegen Grundgestein. Weißt du, Obsidian kommt am nächsten an Bedrock ran. Kommt am nächsten zu Bedrock. Also, ich finde Obsidian ist nicht schlecht. Perfekt, nee, das war's schon. Jetzt könnt ihr wieder abhauen. Jetzt, wo ich also alle in meinem Team hatte, konnten wir nun anfangen, den ganzen Server zu übernehmen.